Nach einer dramatischen Verfolgungsjagd ist es direkt vor dem Kapitol in Washington zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen. Eine 34-jährige Autofahrerin hatte die Sicherheitssperren im Weißen Haus durchbrochen und war davongerast. Erst vor dem Kapitol konnte sie gestoppt werden. Beim Polizeieinsatz wurde die Frau getötet und zwei Beamte verletzt. Ein etwa einjähriges Kind, das sich mit im Auto befand, blieb unversehrt. Das Motiv der Fahrerin ist noch unklar. Einen Terrorakt schließen die Ermittler aber aus. Und während draußen vor dem Gebäude geschossen wurde, stritten die Politiker im Kongress weiter über die US-Finanzen. Eine Lösung für den Haushaltsnotstand ist nicht in Sicht, deshalb warnte die Chefin